Finde in diesem Video heraus, welcher Gehörschutz für Kinder der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Wir starten mit dem 3M Peltor Kit. Das Design des Kapselgehörschutzes KIDV der Firma 3M ist speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgelegt. Die Dichtungsringe sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, dadurch sind sie besonders weich und bieten auch für oftmals empfindliche Kinderköpfe ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig passen sie sich der Kopfform an und dichten perfekt ab, ohne starken Druck aufzubauen. So übt der 3M Kindergehörschutz kaum Druck auf den empfindlichen Kinderkopf aus. Der Dämmwert des 3M Kindergehörschutzes beträgt 27 Dezibel. Weiter machen wir mit dem Baby Buns GBB088. Der Gehörschutz von Baby Buns ist speziell für Babys hergestellt worden. Deshalb sind sowohl die mit Schaum gefüllten Ohrmuscheln als auch der gepolsterte Bügel besonders weich. Zur Zielgruppe gehören Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren. Geeignet ist der Kapselgehörschutz fürs Kind für eine notwendige Dämmung bis zu 26 Dezibel. Er wiegt 191 Gramm und ist ungefähr 20 x 20 cm groß. Neben der hier vorgestellten Version in Himmelblau gibt es noch 3 weitere Farben: Lila, Hellgrün und Pink. Wem die Auswahl noch nicht reicht, kann sich bei ähnlichen Modellen von der gleichen Marke umschauen. Weiter machen wir mit dem Alpine Muffy Baby. Der Alpine Muffy Baby Kapselgehörschutz sticht gegenüber Konkurrenzprodukten durch die Befestigung heraus. Statt eines festen Bügels hält ein elastisches und weiches Stirnband die Kinder-Ohrenschützer an der richtigen Stelle. Dieses Stirnband lässt sich dank eines Klettverschlusses leicht verstellen. Der Ohrenschutz fürs Baby ist CE-zertifiziert und frei von Metallen, wodurch er auch im MRT verwendet werden kann. Es gibt sie in 3 verschiedenen Farben: Blau-Weiß, Rosa-Weiß und Schwarz-Weiß. Zum Lieferumfang gehören darüber hinaus ein grau-weißes Ersatzstirnband und ein Aufbewahrungsbeutel.